Einen wunderschönen, schönen Dienstag wünsche ich euch, meine lieben Butterblümchen. Ja, heute ist ja schon Dienstag, aber es kann natürlich auch sein, dass wir heute Mittwoch, Donnerstag oder Freitag haben, wenn du auf dieses Video hier klickst. Und ja, das ist dann auch überhaupt kein Problem, denn dieses Orakel ist jetzt nicht an einen bestimmten Tag gebunden, sondern es soll dann zu dir kommen, wenn es dir weiterhilft und wenn es die richtige Zeit, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Ja, gestern habe ich kein Video hochgeladen. Ich habe immer noch tatsächlich so ein bisschen mit meinem Magen zu kämpfen. So ganz gut ist das wohl doch noch nicht. Es geht mal zwischendurch ein bisschen besser oder auch gut, aber dann habe ich auch wieder Tage, wo es nicht so gut ist. Ja, und darum habe ich dann gestern mich ein bisschen geschont und kein Video mehr gemacht. Nur mal so zur Info nebenbei, ne? Heute machen wir Folgendes. Wir wollen heute schauen auf ein Liebesorakel, Wunschpartner, Seelenpartner, ist egal, wie wir es jetzt auch immer nennen, ohne Kontakt. Ja, wir wollen jetzt einfach mal auf die schauen, die jetzt nicht keinen Kontakt haben, aber trotzdem das Gefühl haben, dass da auf der anderen Seite irgendwas los ist. Ne? Es ist ja ganz oft so, dass man den anderen auch fühlen kann. Und ja, vielleicht hast du da irgendwie das Gefühl, was ist denn da auf der anderen Seite momentan so? Irgendwie glaube ich, da tut sich gerade was. Und da schauen wir jetzt drauf. Was ist noch wichtig? Ach so, genau. Ihr wisst ja, dass ihr dieses Orakel als allgemeines Orakel sehen solltet. Und zwar ist es allgemein ans Kollektiv und nicht als persönliche Legung zu sehen. Wenn du die gerne möchtest, schreib mich an über WhatsApp oder meine Homepage Kartenlegen Mareike. Findest auch alles hier unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann kannst du erstmal auf meine Homepage auch gerne gucken und mich dann anschreiben, wie du möchtest, ne? So, jetzt mischen wir mal hier das Ganze durch und dann schauen wir mal, was sich zeigt. Was ist auf der anderen Seite momentan los? Ups, dann mischen wir mal nochmal. So, jetzt. So, jetzt gucken wir mal. Uiuiui, uiuiui. Haben wir alle? Ja. So. Dann schauen wir uns das doch jetzt mal an. Was geht ab bei ihm auf der anderen Seite? Palim, palim. Haben wir? Ah, ich wusste es doch, dass das zwei sind. So. Da gucken. Wir gucken auf ihn jetzt, ne? Ja, ihr habt jetzt nicht keinen Kontakt im Moment. Ob schon ein bisschen länger oder erst seit kurzem, spielt jetzt gar keine Rolle. Aber es besteht derzeit eben nicht kein oder sehr, 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 sehr wenig Kontakt, ne? Jetzt schauen wir mal. Es wächst wieder. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl, ich habe ja gesagt, vielleicht hast du schon so ein Gefühl gehabt, irgendwas ist da auf der anderen Seite los und guck mal, was hier liegt. Es wächst wieder. Aber wir haben natürlich jetzt erstmal hier die Schwere liegen. Also was sich jetzt hier zeigt, ist erstmal noch so ein kleiner Weg, den du vor dir hast oder er auch im Grunde genommen. Ob Geschlechter, was die Geschlechter angeht, müsst ihr euch das drehen. Wenn du eine Frau bist, die eine Frau liebt oder was weiß ich auch immer, dreh dir das Ganze. Also es ist wirklich unwichtig, ne? So, also wir starten mal jetzt erstmal hier. Es ist nicht alles jetzt erstmal zurzeit negativ. Also es scheint bei ihm sich doch gedanklich so ein bisschen was zu entwickeln. Er hat da immer noch in sich mit tiefen Zweifeln, Ängsten und so weiter hier zu kämpfen. Wir haben hier auf der einen Seite dieses kleine Glück, auf der anderen Seite aber auch die Ängste, die die Mäuse so mit sich bringen oder Zweifel, wie auch immer. Und diese ganze Mischung macht ihn
ja, das Leben im Moment nicht besonders leicht, denn das Ganze bringt auch die Energie, wir haben hier auch die Energie der Vögel, das heißt, es ist so ein bisschen mehr Aufregung, Unruhe, ne? Also irgendwas treibt ihn sozusagen innerlich voran. Also irgendwas ist da, spürt er da innerlich, was ihn beunruhigt, was ihn unruhig macht. Und er kann sich aber auch gar nicht wirklich erklären, was das jetzt genau ist. Also er ist da sehr unklar, was da genau mit ihm los ist. Und das ist jetzt erstmal so die aktuelle Situation. Also wie es jetzt gerade aussieht, ne? Es tut sich wirklich da was in ihm. Und das Ganze ist aber noch nicht richtig klar einfach. So, dann haben wir es, also die Schwere hier, das Kreuz. Also wir brauchen das, aber er braucht es auch im Grunde genommen, ne? Er braucht diese Energie auch, dieses Drückende, dieses Belastende, weil sonst wird er wahrscheinlich gar nicht aus dem Pushen kommen, sage ich mal so. Ne? So, wir haben aber hier mitten im Bild, und das ist das, worauf wir uns jetzt hier auch mal fokussieren. Das ist die Sonne, die immer die Energie mit sich mit Mann. Die Sonne, die immer die Energie mit sich bringt, die etwas wachsen lässt, die etwas gedeihen lässt. Und guck mal, hier haben wir dann auch einen sehr schnellen positiven Wandel, einen sehr schnellen positiven Wechsel. Das Ganze vertieft sich auch wieder. Es wächst nicht nur, es vertieft sich auch wieder. Und das ist auch gar nicht anders möglich als durch Kontakt, ne? Denn wenn man gar keinen Kontakt hat, dann kann sich da ja auch nichts vertiefen. So, und mit den Vögeln ist auch immer, also A, Unruhe gemeint, aber es ist auch eine Karte, die den Kontakt anzeigt. Also wenn viel hin und her geschrieben wird oder gesprochen wird, dann zeigen sich die Vögel auch mal ganz gern. Das heißt, er zweifelt hier noch so ein bisschen, ob er sich melden soll oder nicht, ne? Er ist da so ein bisschen hin und her gerissen. Und das belastet ihn eben auch stark. Aber am Ende des Tages wird es da diese Veränderung in ihm geben, dass er den Mut auch findet, ne? Und guck mal, das Ganze verfestigt sich hier. Was haben wir dann noch? Die Gefühle und die Kommunikation. Ja, was wollen wir denn mehr? Also das ist ja eindeutig. Das Ganze geht auch hier weiter. Wir haben hier den Anker und den Park. Also dieses, dass sich das in ihm verfestigt, wieder aus sich rauszugehen, offen. Ne? Offen auf dich zuzugehen. Und ja, wenn er da im Stillen an dich denkt oder Gefühle für dich hat, dann bekommst du das ja nur zum Teil mit, ne? Auf der energetischen Ebene. Aber das ist ja lange nicht dasselbe, als wenn man das ganz, ganz komplett voll und ganz den anderen hat, ne? Also dieses Energetische, dass man den anderen fühlen kann, ist auch was sehr Schönes. Aber das reicht ja nicht. Darauf kann man auf keinen Fall irgendetwas aufbauen. So, und darum sehe ich das hier auch als wirklich, wirklich notwendig, dass er da endlich aus seinem Schneckenhaus rauskommt und auf dich zugeht. Ja, ich kann dir nicht sagen, das wird jetzt ganz, ganz schnell gehen. Wir haben hier zwar den schnellen Wandel hier liegen, also mit den Störchen ist das nicht so der ganz langsame Weg, sondern eher der schnelle Weg. Die Gefühle sind ihm, das sag ich dir, die Gefühle sind ihm sowieso klar, aber das Kommunizieren, das Sprechen darüber, das steht hier jetzt erstmal noch aus. Ich sage auf jeden Fall, dass das Ganze dieses Jahr noch stattfindet, denn, ups. Oh ja, denn die Gefühle, was er da spürt, ne, wenn er an dich denkt, das wird ihn nicht mehr loslassen. Das wird ihn nicht mehr loslassen. Und ich sehe das nicht erst nächstes Jahr hier auf dich zukommen. Ich kann jetzt nicht sagen, du, das kann jetzt in den nächsten Tagen kommen, weil dafür ist hier noch die Zweifel ein bisschen zu groß. Aber ganz ehrlich, ich sehe das auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen hier. Und auch durch den Ring, der das ganze Bild hier praktisch trägt, ne? Also der Ring ist hier so der tragende Faktor in dieser Legung. Also das Ganze soll in einer materiellen Verbindung auch gehen, nicht nur auf der energetischen, emotionalen Ebene, sondern auch eben hier in dieser materiellen Welt. Und da geht's bei dem Ring eben drum, ne? So, und das ist dieses, dass er auf dich zukommt.
mit seinen Gefühlen. Die haben wir hier zweimal liegen. Hier haben wir noch die Bestätigung, ne? Also er kommt auf dich zu mit seinen Gefühlen und offenbart sie dir hier auch. Ne? Also der Ring zeigt eben und der Park hier, dass er bereit ist, dann einfach auch offen darüber zu sprechen an der Stelle. Ja, da wollen wir mal sagen, wird auch langsam Zeit, oder? Also ich sehe es auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen. Und ich würde jetzt mal rein, das ist jetzt, da bringe ich jetzt mein Gefühl mit rein, ne? Hätte ich so Ende Oktober, Anfang November gesagt, dass bei ihm dieser Wandel kommt. Melden kann er sich schon eigentlich auch eher, aber dieser Wandel nochmal, dass er diese Bestätigung nochmal fühlt, ich möchte diese Frau, ich möchte sie nicht loslassen, ich möchte sie nicht verlieren. Ich stelle mich da den Dingen, ne? Ich will es einfach versuchen. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich gehustet und genießt gleichzeitig. Das habe ich auch. Ich musste husten und niesen gleichzeitig. Habe ich auch noch nie gehabt. Naja, also. Der Kontakt kommt, Schnubbelhase. Und hier nochmal der Ring. Ja, weil sowas ist los. Ne? Da habe ich doch wohl keine Fragen mehr. Also, Fazit jetzt hier zu dieser ganzen Legung. Du hast keinen Kontakt. Der erste Schritt wird von ihm kommen. Also, er ist da bereits schon. Er hat schon dieses Gefühl in sich. Oh, ich möchte. Ich habe eigentlich das Bedürfnis. Ich habe eigentlich Sehnsucht. Aber irgendwie flüstert ihm Teufelchen noch immer ins Ohr. Warte lieber und so weiter. Ne? Die Mäuse. Nichtsdestotrotz wird er kommen. Ich habe gesagt, Ende Oktober, Anfang November. Und ihr habt da für euch natürlich noch einiges aufzulösen, aber das wird gar nicht so schwer sein, weil er hier einfach viel offener liegt als vorher. Er wird diese Zeit vielleicht auch gebraucht haben, um nochmal so ein bisschen zu sich zu finden, denn jetzt liegt er dann im Anschluss hier wirklich weitaus geklärter für sich oder die ganze Situation auch weitaus offener, als hier das am Anfang zu sehen ist, ne? Also da kannst du wirklich positiver Hoffnung sein, ehrlich jetzt. Da kannst du wirklich positiv dem entgegensehen. Und dann ziehen wir mal noch eine Seelenpartnerkarte hier. Ups, komm schon. Die ziehen wir für euch beide noch. Zur Krönung der Legung hier. Gucken wir mal, was wir hier kriegen. Oh, nein, das war ein bisschen zu viel. Das ist... ist mir hier rausgenommen. Oh, so. Eine Karte, Orakelchen. Kriegen wir denn eine Karte? Nein, so kann ich das nicht mischen. Das geht nicht. Ach, Kea. Wenn ich jetzt hier das Gemische nicht hinkriege, ne, dann ziehe ich eine. Die sind aber auch riesig, die Dinger. So. Achte deine Emotionen. Unterdrücke oder verurteile deine Gefühle nicht. Das ging an euch beide als Seelenpartnerkarte. Angaben zu den Karten habe ich unten in der Videobeschreibung auch. Da sind die Verlage und so weiter, die Verlage und so weiter angegeben von den einzelnen Karten. Könnt ihr ja auch mal gucken. So, meine Haseleins, das war's für heute. Kurz und knackig. Und ja, wir sehen uns, ich würde sagen, heute so um 9 circa werde ich das schaffen, nochmal wieder mit dem mit der Abendbotschaft. Und ansonsten bis morgen, meine Lieben. Tschüss. Ach so, halt, stopp. Denkt doch an dein Däumchen da oben noch, ne? Oder abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht habt, damit ihr mich auch wiederfindet. Bis denne. Tschüssi.